Trotz des beschlossenen Atomausstiegs kommt die Offshore-Branche in Deutschland nicht so recht ins Rollen. Doch jetzt kann sich der Standort Deutschland einen großen Ansiedlungserfolg verbuchen. Deutschlands führender Elektronikkonzern investiert rund 200 Millionen Euro in seine erste Offshore-Produktionsstätte in Deutschland und schafft damit bis zu 1000 neue Arbeitsplätze. Im niedersächsischen Cuxhaven an der Elbemündung soll ab Ende des Jahres eine Fabrik für die Endmontage großer Offshore-Windturbinen entstehen. Eine große Chance auch für die Küstenstadt und ganz Norddeutschland. Das rund 17 Hektar große Gelände der künftigen Siemens Offshore-Fabrik in Cuxhaven direkt am Seeschiff Tiefenwasser aus der Luftperspektive. Noch ist es schwer vorstellbar, dass hier bald im großen Rahmen für die mögliche Stromgewinnung der Zukunft produziert wird. Doch das gegenwärtig unscheinbare Gelände bietet bereits jetzt beste Infrastrukturbedingungen, insbesondere für die Offshore-Branche, vor allem im Bereich Schwerlastverschiffung. In den letzten Jahren wurde viel investiert, mit Erfolg. Cuxhaven gilt schon jetzt als wichtigster deutscher Basishafen für Offshore-Windparks. Der Standort ist eben einfach gut. Wir wussten das. Wir wussten, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen. Da hatten wir Bremerhaven ehrlich gesagt nicht so richtig auf der Liste, weil das mit den Auftragszeiten von Siemens überhaupt nicht mehr passte mit dem Hafen, sondern wir waren international unterwegs und da haben wir uns gut aufgestellt. Diese sogenannten Offshore-Windturbinen sollen an der Elbemündung künftig produziert werden. Sie haben eine Leistung von je 7 Megawatt. Investiert werden sollen dafür rund 200 Millionen Euro. 1000 neue Arbeitsplätze könnten entstehen. Bisher wurden diese Windturbinen ausschließlich in Dänemark produziert. Die Entscheidung für Cuxhaven soll daher auch ein Bekenntnis zum Standort Deutschland sein. Es war eine Entscheidung für Cuxhaven. Es war keine Entscheidung gegen andere. Es gab viele gute Wettbewerber, Mitbewerber. Es gab auch Standorte von Siemens, die sich dafür beworben haben, die Strukturthemen auch bewältigen müssen. Und dennoch, meine Damen und Herren, am Ende hat Cuxhaven das Rennen gemacht. Den Ausschlag hat am Ende offenbar aber nicht nur die ideale Infrastruktur gegeben. Auch die Expertise vor Ort sorgte im Vorfeld der Entscheidung für einen Dialog auf Augenhöhe. Es ist auch ein Schuss Vertrauen, was man bei solchen Gesprächen herstellen muss. Es geht natürlich um verdammt viel Geld, aber es geht auch um Vertrauen. Also können die das, trauen wir denen das zu. Und ich bin bei Siemens auf der Watchliste, wie Joe Geser das gesagt hatte, was die Qualifizierung angeht, weil das mein Bereich früher war, weil ich das für den Aufbau der Offshore-Industrie gemacht habe und auch Geschäftsführer in einem Unternehmen war, bevor ich OB geworden bin. Und da kommt noch verdammt viel Arbeit auf uns zu. Aber das ist klasse, dass Siemens sich so entschieden hat für den Standort, für die Region, für das Cuxland, für Bremerhaven auch. Siemens ist nach eigenen Angaben mit bislang rund 3.100 verkauften und etwa 1.500 auf See installierten Anlagen Weltmarktführer im Geschäft mit Offshore-Windkraftwerken. Die für die Technologie wichtigsten Märkte liegen dabei alle an der Nordsee: Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Deutschland. Besonders dynamisches Wachstum gibt es in Deutschland und Nordeuropa. Die neue Fertigung in Cuxhaven soll auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Windstrom wettbewerbsfähiger zu machen. Ein Mehr an Miteinander will hingegen die Landespolitik. Hier geht es nicht um Wettbewerb und Gegeneinander in Deutschland. Hier geht es um ein Miteinander. Wir zeigen das übrigens an vielen anderen Stellen. Das Thema Hafenkooperation, gerade Bremen und Niedersachsen mit dem gemeinsamen Projekt Jade Weserport zeigen das. Insofern bin ich mir auch sicher, ist dies kein Projekt eines Landes, einer Stadt, sondern ein gemeinsames Projekt für die gesamte norddeutsche Küste und für die gesamte norddeutsche Region. Für die Stadt Cuxhaven kommt der Ansiedlungserfolg zur rechten Zeit, denn trotz hoher Investitionen drohte der Offshore-Entwicklung die Puste auszugehen. Das überraschende Aus des einzigen Vorzeigeprojekts Cuxhaven Steel Construction, einem Tochterunternehmen der Barth-Gruppe, Mitte 2013 war ein Schock, der bis heute nachwirkt. Barth als Pionier hat versagt, muss man sagen, auf der ganzen Strecke. Es ist viel Lehrgeld bezahlt worden und wir sind gerade jetzt dabei in Gesprächen, wie wir die Halle, die große Halle dort eben anderweitig nutzen. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen wegkommen von Wind, sondern dass wir da auf andere Sachen setzen. Schwer, groß ist Offshore im Bereich Ölgas. Und im Moment wird in den Hallen auch Teile für eine Plattform für Westafrika gemacht, für eine Ölplattform. Die Pläne sind ambitioniert. Der Spatenstich für das Siemenswerk Ende des Jahres soll erst der Anfang sein. Cuxhavens Hafen soll zu Europas größter Offshore-Basis werden. Doch auch andere maritime Branchen stehen auf der Wunschliste. Fernziel der kühnen Visionen ist der Offshore and Maritime Industry Park Cuxhaven.